Ahoi Poké-Buddies und herzlich willkommen zu einem weiteren Wi-Fi-Battle in den Editionen Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond. Mein heutiger Gegner ist der Chiruga und wir kämpfen gegeneinander mit Mixteams. Er hat die Pokémon Zapdos, Glurak, Ninjask, Trigefallo, Lucario und Alola Vulnona da. Ich habe die Pokémon Mimikma, Megaschlappohr, Donphan, Magbrand, Tentoxa und Hatu dabei. Alles klärchen, ich bin schon auf seinen Ninjask gespannt. Für welches Pokémon könnte er sich entscheiden? Ich denke, er würde vielleicht mit Alola Vulnona anfangen, da er davon ausgeht, dass ich mit Donphan anfangen werde. Daher fange ich direkt mit Tentoxa an, um die Giftspitzen rauszukriegen. Und außerdem kann ich, ja, ein wenig Druck bei Chiruga aufbauen, falls er jetzt wirklich mit Alola Vulnona lieben sollte. Ich meine, es lohnt sich mit Alola Vulnona zu lieben, aber vielleicht hat er einen anderen Plan gehabt oder er hat kurzzeitig seinen Plan geändert. Mal gucken, was geschehen wird. Alles Klärchen. Schön im Blau, nice. Da ist Tentoxa, geiles Pokémon. Ja, er fängt eiskalt an mit Alola Vulnona. Gut, dann hat es sich hier gelohnt, mit Tentoxa anzufangen. Donphan wäre, glaube ich, etwas zu gefährlich. Alola Vulnona ist schneller. Okay, gut, das ist schon mal klar. Was hat jetzt der Chiruga vor? Er hat kein Gift-Pokémon im Team, das ist gut. Er könnte jetzt zu Lucario rausgehen, falls er erwartet, dass ich Schlammwoge einsetzen werde. Es könnte aber auch sein, dass er erstmal Aurora-Schleier einsetzt. Ne? Okay, gut. Ich würde mal sagen, ich setze erstmal Giftspitzen ein. Ich gehe schon davon aus, dass er eventuell Aurora-Schleier einsetzt. Das lohnt sich ja auch. Ich meine, physische und spezielle Attacken werden jetzt in den nächsten Runden nicht mehr so viel Damage machen. Daher lohnt es sich, wenn wir kurz hier mit den Giftspitzen beginnen. Gibt es irgendeine Attacke, die bedrohlich werden könnte für Tentoxa? Okay. Es hagelt ja nebenbei. Das ist wiederum nicht so gut. Wir kriegen ein bisschen Damage ab, aber da Tentoxa das Item Giftschleim bei sich hat, ist alles goody. So, am liebsten würde ich Schlammwoge einsetzen, aber ich gehe davon aus, dass wenn der Chiruga jetzt rausgeht, definitiv zu Trigefallo rausgehen. Naja, ich will jetzt nicht sagen wird, ich sage könnte, wird es ja, als ob ich so 100% weiß, was in der Zukunft geschehen wird, aber das weiß ich ja natürlich nicht. Ich kann nur so ein bisschen denken, was könnte passieren, könnte dies oder das passieren. Daher setze ich Siedewasser ein, wobei ich könnte auch jetzt zu Donphan gehen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass er zu Lucario rausgeht. Aber ich setze mal auf ganz entspannt Siedewasser ein. Ach Mist, Gefriertrockner, daran habe ich gar nicht gedacht. Okay, das wird viel Damage machen, oder? Ja, fast Hälfte. Mist, damit habe ich gar nicht gerechnet. Stimmt ja, Alola Vulnona hat doch Gefriertrockner am Start. Mist, voll vergessen. Voll vergessen. Okay, gut, dass ich nicht zu Donphan rausgegangen bin. Donphan hätte die Attacke überhaupt nicht ausgehalten. Gefriertrockner. Magbrand sollte nicht so viel Damage abkriegen. Hatu sollte Damage abkriegen. Donphan sollte aufgrund der Eisattacke viel Damage abkriegen. So wie Hatu natürlich, sehr effektiv. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt auf ganz entspannt rüber zu Magbrand. Yep, mache ich. Alles Gleichchen. Ich meine, Tentoxa möchte ich jetzt nicht verlieren. Ich möchte es nicht aufopfern. Am Ende des Tages hat es die Attacke Turbodreher am Start. Somit ist dieses Pokémon das einzige Pokémon, welches ja, Titansteine, Stachler oder die Giftspitzen rauskriegen tut. Okay, gut. Er denkt jetzt höchstwahrscheinlich, ich setze eine Feuerattacke ein. Er könnte zu Trigefallo rausgehen. Er könnte aber auch zu Glurak rausgehen. Mal gucken, was soll ich machen? Soll ich direkt Flammenwurf einsetzen oder soll ich lieber Donnerblitz einsetzen? Weil damit würde ich Glurak wiederum sehr effektiv treffen. Die Aurora-Schleier darf ich nicht vergessen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt mit seinem Alola Vulnona im Kampf bleibt. Es sei denn, er will es aufopfern oder er denkt, ich werde jetzt bewusst keine Feuerattacke einsetzen, weil ich davon ausgehe, dass er zu Glurak oder zu Trigefallo rausgehen könnte. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten für beide Seiten. Nur jetzt ist die Frage, welche Handlung am klügsten wäre. Fokusstoß wäre zum Beispiel richtig gut gegen Trigefallo. Flammenwurf, damit könnte ich eine Verbrennung verursachen. Donnerblitz, damit könnte ich eine Paralyse verursachen. Und Glurak sehr effektiv treffen. Das bedeutet, ich könnte einigermaßen Damage machen. Mann ey, das ist schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alola Vulnona irgendeine Attacke hat, womit es Magbrand sehr effektiv trifft.
Auf einmal bleibt er mit Alola wohl nur in einem Kampf, aber das... Na, okay, gut. Das ist eher unwahrscheinlich, aber es hätte ja sein können, dass er das tut. Gut, alles Gleichen. Pokestoß wäre echt nett gewesen. Gibt es die Verbrennung? Nee, gibt es nicht. So, Erdkräfte könnten kommen. Drakometeor könnte kommen. Fensteraura könnte kommen. Jetzt ist nur die Frage, ob das ein Wahlschalltrickgefallo oder ein Wahlglastrickgefallo ist. Oder sogar noch ein Lebenorb. Lebenorb-Trickgefallo. Jetzt muss ich gut überlegen. Unlichtattacke wäre fatal für Hartu. Bodenattacke wäre auch fatal für Magbrand. Auch für Tantoxa. Donphan, ja. Ich meine, wenn da Drakometeor kommen würde, dann wäre das ziemlich geil. Wobei, ich gehe einfach mal rüber zu Mimikma, aber dadurch verliert die Effektivität seiner Fähigkeit dann, wenn ich jetzt Mimikma einsetze. Ich meine, die Trickgefallo könnte ja auch hier Erdkräfte am Start haben, ne? Ich gehe mal zu Mimikma und ich hoffe darauf, dass Noah vielleicht sagt, nee, ich setze mal auf ganz entspannt Drakometeor ein. Mal gucken. Ah, tatsächlich. Okay, gut. Sehr schön. Es hat auch aufgehört zu hageln. Ja, das ist doch super. Gut. Mal überlegen. Ist das jetzt ein gescarftes Trickgefallo oder nicht? Ach ja, ich habe jetzt meinem Mimik mal die Attacke Ableithieb beigebracht. Ich dachte, das wäre nicht verkehrt. Soll ich auf ganz entspannt Schwertanz einsetzen? Ich hoffe, er geht raus. Aber er könnte auch drin bleiben, wenn er nicht gescarft ist. Weil ich meine, er kann auch andere Attacken einsetzen, um die Fähigkeit von Mimikma erstmal zu zerstören. Okay. Aber der Kampf bis jetzt an sich gefällt mir. Ich meine, ich hatte vor ein paar Tagen einen Livestream gemacht. Und ich hatte schon seit 3 Wochen oder so nicht mehr gebattelt. Und durch den Stream bin ich wieder warm geworden. Da gab es 4 Kämpfe. Ich bin der Meinung, die Kämpfe waren geil. Ja, in vielen Kämpfen habe ich mich ein bisschen gehen lassen. Von 4 Kämpfen habe ich einen gewonnen. Aber ich muss sagen, dass die anderen Gegner wirklich sehr gut gespielt haben. Viel besser als ich. Das Team war auch von den Gegnern besser. Und ja, gewisse Moves habe ich ein bisschen falsch gemacht. Ich habe ein bisschen zu viel nachgedacht. Das kann passieren. Und dann sind halt gewisse Sachen passiert, die nicht so passieren sollten. Aber gut. So, ich kann mir gut vorstellen, dass er mit Trickgefallo rausgeht. Ich hoffe, es lohnt sich hier Schwertanz einzusetzen. Ja, es hat sich gelohnt, Schwertanz eingesetzt zu haben. So, Zapdos. Okay, gut. Die Z-Attacke gegen dich? Nee, oder? Ich guck mir nochmal kurz sein Team an. Also gegen Trickgefallo würde sich die Z-Attacke lohnen, aber Knuddler würde auch ausreichen, um Trickgefallo zu KO'en. Und Licht und Drache. Ich glaube, es lohnt sich hier gegen Zapdos die Z-Attacke einzusetzen. Ja. Gut ist. Treffen effektiv. Gut, ich mach das. Ich setze hier die Z-Attacke ein. Bin schon ziemlich gespannt, was aus dem Zapdos passieren wird. Wer ich meine sein wird. Oder was mit Zapdos passieren wird, genau. So, hau raus. Mimikma. Ja, Zapdos hat auf jeden Fall sehr viele Kraftpunkte. Wenn ich mich nicht irre, war der Spezialverteidigungswert etwas besser als der Verteidigungswert. Wir haben jetzt Schwertanz eingesetzt. Der Angriffswert ist um 2 Stufen gestiegen. Ja, mal gucken. Ui, Zapdos gerät außer Kontrolle. Ui, die Attacke sieht richtig heftig aus. Heftig, Zapdos. Heftig. Richtig brutal. Ja, das Problem ist jetzt... Hoard, genau. Aber die sind schneller als Zapdos, das ist schon mal gut. Jetzt ist nur die Frage... Ach, genau, Überreste. Jetzt ist nur die Frage, wie viel Damage ich mit Knuddler machen würde, wenn ich es auch natürlich treffen würde. Das ist die Sache. Ja gut, ich muss das wohl tun. Würde er sein Zapdos jetzt rausnehmen? Okay, wir sind schneller, das ist schon mal gut. Ah, hat nicht ausgereicht. Donnerblitz. Mist, ey. Mist. Komm schon, keine Paralyse. Okay. So, die nächste Knuddler-Attacke müsste eigentlich sitzen. Oder? Ah, ja, auf jeden Fall, da der Aurora-Schleier jetzt aufgehört hat zu wirken. Leute, meint ihr, er würde vielleicht sogar rausgehen, um seinen Zapdos zu retten?
Weiß nicht, wenn ja, dann würde ich gerne Ableithieb einsetzen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt heftig. Mit Knuddler könnte ich es KO'en. Mit Ableithieb würde ich es nicht KO'en, denke ich mal. Aber ich würde Kraftpunkte zurückkriegen und die nächste Donnerblitzattacke sollte ich eigentlich aushalten. Oder? Wartet mal, wie oft hat mich Zapdos... Ach ja, stimmt, Zapdos hat mich bis jetzt einmal getroffen mit der Donnerblitzattacke. Wie viele Kraftpunkte habe ich verloren? 2? 72. Ui, das bedeutet, ich müsste jetzt durch Ableithieb mindestens 13 Kraftpunkte zurückkriegen. Boah, auf einmal geht er aber raus zu Lucario oder so. Und Lucario sollte ich mit Knuddler jetzt nicht KO'en vielleicht. Aber dafür mit Ableithieb. Ich riskiere es einfach. Ich habe voll Bock, die Attacke einzusetzen. Ah, er bleibt eiskalt mit Zapdos im Kampf. Ein Volltreffer. Das war auch noch ein Volltreffer. Nice. Donnerblitz sollten wir jetzt... Oh, nee. Ey, aushalten, würde ich sagen. Aber da kommt jetzt Ruhrort. Mist. Ja, das war blöd, ey. Ich hätte Knuddler einsetzen sollen. Mit Knuddler hätte ich hier alles beendet. Aber warum ist er mit Zapdos im Kampf geblieben? Höchstwahrscheinlich wollte er dann gerade sein Zapdos opfern. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich habe gerade überlegt, ob ich nochmal Schwertanz einsetzen sollte, weil vielleicht setzt der Ruhrort ein. So, Knuddler trifft, gibt es einen Volltreffer. Jawohl, das war ein Volltreffer, oder? Ne, das war kein Volltreffer. Okay. Nice. Und da ist jetzt Alola Vulnona. Mhm. Okay, du bist jetzt vergiftet. Das ist erfreulich. Ich glaube, Alola Vulnona ist schneller als Mimikma. Solange Trickefallo kein Wahlschal-Trickefallo ist, sollten wir dieses Trickefallo auch mit Mimikma outspeeden. Daher würde ich doch mal glatt sagen, dass ich Mimikma rausnehme. Was für eine Attacke könnte denn jetzt kommen? Wieder Aurora-Schleier? Boah, ich würde sagen, dass ich dann doch mit Mimikma erstmal im Kampf bleibe. Vielleicht kommt der Aurora-Schleier wieder. Ja, genau, gut. Okay, dann holen wir uns erstmal einige Kraftpunkte zurück. Ich habe jetzt auf Schwertanz verzichtet. Vielleicht wäre das eine gute Gelegenheit, sogar Schwertanz einzusetzen. Okay, der Damage ist nicht so viel. Was soll's? Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ja, die Vergiftung. Er hat ja Ninjas dabei. Ich kann jetzt Ableithieb nicht auf die Dauer einsetzen, weil er könnte ja... Oh, das ist echt heftig. Er könnte jetzt auf ganz klug zu Ninjas rübergehen. Das bedeutet, Ableithieb würde gar nichts bringen. Die Friertrockner sollten wir vielleicht, oder? Sollten wir das noch vielleicht ganz knapp aushalten? Bin mir nicht so sicher. Hat Alola Vulnona Mimikma gerade outspeedet? Ich habe nicht drauf geachtet. Aber ich denke schon, dass es schneller ist. Mhm. Was soll ich machen? Soll ich direkt auf Schattenstoß gehen? Vielleicht kommt Ninjask? Oder soll ich weitermachen mit Ableithieb? Ich meine, wenn er jetzt im Kampf weiterhin bleibt, dann wird er Alola Vulnona höchstwahrscheinlich aufopfern. Es ist ja vergiftet. Ich setze mal Schattenstoß ein. Das ist genauso wie im Stream wieder. Ja, ich denke zu viel nach, wisst ihr? Das ist das Ding. Blizzard, oh oh. Mit Blizzard habe ich gar nicht gerechnet. Oh, noch ganz knapp. Ganz knapp. Gut, ja. Alola Vulnona sollte keine Prio-Attacke drauf haben. Daher sollten wir mit Schattenstoß diesen Kampf gewinnen. Aber... Die Mimikma wird gleich auch KO gehen. Wegen den Hageln. Die Hagelkörner haben die Mimikma getroffen, aber wir sind noch im Kampf. Das ist sehr gut. Da ist Ninjask. Okay. Wartet mal, hat Ninjask eine Prio-Attacke am Start? Oder warum hat er jetzt Ninjask eingesetzt? Ja gut, ich setze mal Schattenstoß ein. Lass mich mal kurz überraschen, warum er dieses Pokémon jetzt eingesetzt hat. Dafür muss es einen triftigen Grund geben. Oh, heftig, Mann. Es setzt Schwertanz ein. Wartet mal. Sind wir... Ah, oh, Mist, ey. Ich wollte gerade noch überlegen, ob ich Knuddler einsetzen sollte, aber ich habe vergessen, dass ich nur noch 8 Kraftpunkte habe. Es hat Temposchub. Mist, habe ich kein Pokémon mit Tieflag am Schlag?
am Start. Doch, ich habe ein Pokémon mit Tiefschlag am Start. Wartet mal, aber... Naja, der Angriffswert von Hartu ist jetzt nicht so gut. Dann noch besser als der Spezialangriffswert. Enigma, Ninjas hat jetzt Schwertanz eingesetzt. Attacke mit hoher Erschlagquote gelingt aber nur, wenn das hier gerade eine Attacke vorbereitet, die KP-Schaden zufügen würde. Ich frage mich gerade, ich habe das jetzt gerade nicht auf dem Schirm, da der Angriffswert von Ninjas gestiegen ist, ob wir dann durch Tiefschlag noch mehr Damage machen können. Was für Attacken könnten da kommen? Geist, Käfer, Schwertanz haben wir gesehen. Was könnte da noch kommen? Geist, Käfer. Welche Pokémon könnten das gut wegstecken? Schlappohr, genau. Käfer. Das könnte schwierig werden, da Ninjas jetzt Schwertanz eingesetzt hat. Aber wir können ja mit Mega-Schlappohr Mogelhieb einsetzen, da wir mit Mega-Schlappohr Geist-Pokémon berühren können. Ach Mist, ich habe Mimikma verloren. Ich wollte das aufbewahren für Trikefalo. Huch. Eigentlich brauche ich Mogelhieb, glaube ich, gar nicht einzusetzen. Ich hätte direkt Eishieb einsetzen können. Aber gut. Bisschen Chip-Damage machen. Vielleicht hält das Ninjas aus. Ach ja, stimmt. Aurora-Steuer. Nee, nee, das war doch gut, Mogelhieb eingesetzt zu haben. Doch, doch, das hat sich gelohnt. Es hört auf zu hageln. Super. Tempo-Shoot. Mist, ey. Zum zweiten Mal. Also wenn, ich habe ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht mit diesem Pokémon gespielt, deswegen kann ich mir jetzt gerade keinen Rhyme-Lauf denken, was für Attacken Ninjas noch am Start haben könnte. Schwertanz haben wir gesehen. So. Bist du jetzt wirklich viel schneller als mein Schlappohr? Das will ich sehen. Staffette? Das Ding ist, es ist ja so, dass man diese Attacke nicht einsetzen darf oder einsetzen soll, wenn man nach Tierregeln kämpft. Da wir jetzt nach Mixed-Teams kämpfen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man auch hier in solch einem Fall auf so eine Attacke achten muss. Ich kann mir ehrlich gesagt gut vorstellen, dass man das eventuell tun muss. Aber ich habe ehrlich gesagt gar kein Problem damit, dass er jetzt diese Attacke eingesetzt hat. Weil ich hatte das schon mal gehabt, dass ich in einem OU Below Battle gegen jemanden, dass diese Person auch Staffette eingesetzt hatte. Und da hatte jemand in die Kommentare geschrieben gehabt, yo Kansha, du hast gewonnen, da die Person halt sich nicht an die Regeln gehalten hat. Und ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wie das mit den Mixteams ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ist, aber naja gut, es geht uns ja hauptsächlich darum, dass wir einfach Spaß haben und gegeneinander kämpfen. Daher ist das nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist das, was jetzt passiert, schlimm. Soll ich Rückkehr einsetzen? Also Glurak wird Schlappohr vernichten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Schlappohr auch rausnehmen sollte. Das ist höchstwahrscheinlich ein Glurak X. Beim letzten Mal hatte ich gegen Glurak Y gekämpft gehabt, als ich gegen Shiroha gekämpft hatte. Da er jetzt mit Ninjas Schwertanz eingesetzt hat, sollte das auf jeden Fall ein Glurak X sein. Davon gehe ich stark aus. Ding ist, Bomfan ist das Pokémon mit dem besten Verteidigungswert. Was sagt Hartu? Hartu hat ja auch einen netten Verteidigungswert. 126, aber der von Bomfan ist auf jeden Fall viel geiler. Ich traue mich gerade, Schlappohr nicht rauszunehmen. Ich würde mal sagen, wir versuchen dennoch eine Attacke mit Schlappohr zu starten und das war's dann. Wenn Glurak X jetzt noch Drachentanz einsetzt, dann habe ich ein richtig heftiges Problem. Weil dann steigt der Angriffswert um eine weitere Stufe, also 5 Stufen. Okay, Drachenklaue sollten wir nicht aushalten, oder? Nee. Ich meine, der Verteidigungswert von Schlappi ist nicht so krass. Mega Glurak X ist schneller als Mega Schlappohr? Das ist auf jeden Fall ein Glurak mit dem Wesen froh. Oder hat das was mit Staffette zu tun? Mist, er hat noch Trikefalo am Start. Das ist das Problem. Ach, mit Domfan habe ich ja die Tarnsteine gar nicht eingesetzt. Bin anscheinend nicht dazu gekommen. Mit Hartu könnte ich zum Beispiel kurz in den Kampf reingehen, Tiefschlag einsetzen und Glurak würde nochmal Damage abkriegen wegen Beulenhelm. Ja, und danach? Ich glaube, danach setze ich erst
Bamfan ein. Ich überlege gerade, ob ich Tentoxa einsetzen sollte. Mist, er hat noch Lucario, hat er. Nurak X. Welche Pokémon hat er noch? Linias ist jetzt down gegangen. Er hat noch Alola Bulnona. Alola Bulnona, okay. Tentoxa kann ich da gut gebrauchen. Wobei Gefriertrockner, Mist. Ich habe ein großes Problem hier. Okay, gut, dann sollte ich auf Magbrand gut acht geben. Ich gehe mal erstmal rüber zu Hatu. Wobei. Ja, stimmt, stimmt. Ich habe eben gerade eine gewisse Attacke hier verwechselt mit Dunkelnebel. Nachtnebel ist ja nicht Dunkelnebel. Dann könnte ich halt die geboosteten Werte von Lurak neutralisieren, beziehungsweise annullieren. Gut, ich setze mal auf ganz entspannt Tiefschlag ein und ich hoffe, na also ich denke schon, dass er jetzt drin bleibt im Kampf. Er hat nicht Drachentanz eingesetzt. Gut, och, was für ein minimaler Damage, ey. Was für ein minimaler Damage. Rollenhelm, gut. Gut, jetzt weiß ich wenigstens, dass wenn die Werte von den gegnerischen Pokémon gesteigert werden, dass Tiefschlag, also wenn wir Tiefschlag einsetzen, keinen Einfluss darauf hat. Gut, ich weiß Bescheid. Oh, jetzt habe ich ein dickes Problem. Glurak X ist kurz davor, mich zu KO'n. Ah ja, Leute, nochmal zu der Sache mit Staffette. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch, ja, auf jeden Fall wissensmäßig was drauf haben. Weil wenn ich mir mal eure Kommentare lese, denke ich mir immer wieder, geil, ey. Die haben auf jeden Fall Plan von dem, was sie sprechen und schreiben. Schreibt mal gerne bitte in die Kommentare rein, ob das jetzt, auch wenn wir jetzt nach den Mixed-Teams-Regeln kämpfen, ob Staffette in solch einem Falle erlaubt ist oder nicht. Das wäre echt nett. Weil dann wissen wir auch für die Zukunft Bescheid. So, er könnte jetzt davon ausgehen, dass ich Erdbeben einsetze. Das bedeutet, er könnte rübergehen zu... Ach, er hat noch seinen Zapdos, oder? Er könnte rübergehen zu Zapdos oder Trikefalo. Egal, ich setze Erdbeben ein. Ja, ich meine, sein Glurak ist geboostet. Warum sollte er rausgehen? Krass, ey. Zweimal Schwerttanz, einmal Drachentanz. Wobei, nee, Glurak hat keinen Drachentanz eingesetzt, oder? Ich vergesse das andauernd. Glurak hat doch von Anfang an Drachenklaue eingesetzt. Ja. Gut, sehr schön. Dieses Pokémon haben wir down gekriegt. Aber ich bin schon ziemlich gespannt, wie der Kampf enden wird. Ich glaube, das wird sehr, sehr knapp. Falls ich gewinnen sollte, dann werde ich höchstwahrscheinlich sehr knapp gewinnen. Aber ansonsten habe ich gerade das Gefühl, dass Chiruga, ja, er, ja, gewinnen wird. Aber mal gucken, es kann sich ja noch vieles ändern. Aber ich muss sagen, bis jetzt ist es ein netter und tougher Kampf. Seit über 20 Minuten sind wir am Start. Er hat 3 Pokémon verloren, ich habe 3 Pokémon verloren. So, was machen wir jetzt, Donphy? Wir könnten Eissplitter einsetzen. Abschlag. Ja, ja, ja. Mann, ich weiß nicht. Ich meine, wenn ich jetzt eine andere Attacke einsetze, zum Beispiel Abschlag, dann sollte Trikefalo eigentlich Domfan KO'n, weil der Spezialverteidigungswert von Domfi ist jetzt nicht so krass wie der Verteidigungswert. 80. Ich würde mal sagen, ich schocke dieses Trikefalo mit Eissplitter, um ein bisschen Damage zu machen. Naja, was soll's. Oh, immerhin schöner Damage. Fenster Aura. Also das wäre so geil, wenn Domfi das aushält, aber nee, nee. Okay, jetzt ist das so, dass Trikefalo nur noch Unlichtattacken einsetzen kann. Es sei denn, es ist jetzt wirklich kein Wahlglas. Trikefalo oder Wahlschall Trikefalo. Das bedeutet, eine Unlichtattacke sollte jetzt Pentoxa aushalten. Jetzt ist nur die Frage, ob ich direkt eine Giftattacke einsetzen sollte. Oder sollte ich schlau sein und lieber Siedewasser einsetzen, falls jetzt Alola Bulnona oder Lucario kommt? Ist ein bisschen schwierig, Leute. Wie viele Kraftpunkte hat Magbrand noch? 143, ja. Mal überlegen. Alola Bulnona würde ich sehr gut treffen. Oder würde er vielleicht sein Trikefalo hier aufopfern? Eher weniger. Das ist jetzt echt heftig. Ich muss gut überlegen. Wenn ich jetzt eine Giftattacke einsetze, treffe ich Lucario überhaupt nicht. Dafür aber Alola Bulnona sehr effektiv. Und besonders jetzt lohnt sich das.
Regifalo kann ich auch effektiv treffen. Ich kann es auch vergiften. Mit Siedewasser würde ich Alola Bullona jetzt nicht effektiv treffen. Dafür aber Lucario und ich könnte es vielleicht verbrennen. Ich glaube, ich setze Siedewasser ein. Das ist mir ein bisschen riskant. Er bleibt eiskalt mit Regifalo im Kampf. Halten wir das aus, ja, ne? Ganz knapp. Mist, Schlammwogel wäre viel besser gewesen. Gibt es die Verbrennung? Das wäre geil. Nee, keine Verbrennung. Mist, er ist eiskalt auf Fensterhauch angegangen. Also möchte er seinen Trickfallo hier aufopfern. Ja, das ist echt Mist. Das ist echt Mist. Schlammwogel wäre von Anfang an viel besser gewesen. Nee, dann muss ich hier wohl Tentoxer aufopfern. Das halten wir auch nicht aus, denke ich. Nee, das war's. Okay, Was kann ich gegen dieses Trickfalle ausrichten? Ich meine, eine Attacke sollten wir jetzt aushalten. Aber Alola Bullona und Lucario, spätestens Lucario, sollte Markbrand KO'en. Ich meine, Lucario ist ja viel schneller. Okay, gut, ich bin schon ziemlich gespannt, ob wir das aushalten. Ach, es wird zurückgerufen. Er hat Ninjas noch am Start. Habe ich sein Alola Bullona KO'd? Bin es wieder hier, sag mal schnell, Schwertanz und Staffette einsetzen. Wartet mal, ich habe sein Alola Bullona besiegt. Lucario, Trickfallo. Weil gegen Lucario haben wir noch gar nicht gekämpft. Ach was, ich habe sein Alola Bullona schon besiegt. Boah, bin ich vergesslich. Ninjas sollte schneller sein als Markbrand. Up. Ah, ich muss unbedingt dieses Pokémon so schnell wie möglich KO'en. Oh, der Verteidigungswert ist nicht so gut. Das Ding ist, Trickfallo könnte Erdkräfte drauf haben. Vielleicht geht er jetzt zu Trickfallo rüber. Ich setze nochmal Fokusstoß ein. Ich meine, Ninjas können wir damit erledigen. Holzschere. Die Damage. Nein, das trifft ja nicht sehr effektiv. Hoffentlich treffen wir mit Fokusstoß. Ja, gut. Gut, dann hat sich das gelohnt. Aber ich dachte, er geht vielleicht zu Trickfallo rüber. Weil sein Trickfallo eventuell Wahlschal oder Wahlglas hat und somit könnte er eine andere Attacke einsetzen. Trickfallo, okay. So, was kommt jetzt? Ein Draco-Meteor? Das könnte auch Draco-Meteor einsetzen. Ja, stimmt. Das würde sich auch lohnen. Ich hoffe, die Attacke geht daneben. Nee, die geht nicht daneben. Das wäre echt lustig gewesen. Aber auch wenn die Attacke jetzt daneben gegangen wäre und ich auch Trickfallo jetzt getroffen hätte. Oh, okay, wir haben es überlebt. Hat er ja noch seinen Lucario. Okay, gut, die Attacke ist daneben gegangen. Und Lucario hätte Markbrand auf jeden Fall KO'd. Definitiv. Kampfattacke und im schlimmsten Fall, in solch einem Fall, würde auch Patronenhieb ausreichen. Ja, sein Draco-Meteor geht nicht daneben. Aber nice, der Kampf hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War ein netter, taffer Kampf. Markbrand wurde besiegt. Geil, GG. Hierogar hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit diesem Kampf. Wenn was ist, schreibt es sehr gerne in die Kommentare rein. Was hätte man besser machen können? Was war gut? Ich würde mich auch freuen, wenn ihr einmal auf die Sachen mit Staffette Bezug nehmen würdet. Denn, ja, Wissen ist immer gut und wichtig. Besonders, wenn man Videos macht. So ist das gut für jemanden, der die Videos macht. Und außerdem ist das auch gut für diejenigen, die dann einem am Ende zuhören. Ja, wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, Leute, schreibt das dann ansonsten sehr gerne in die Kommentare. Oder schaut bei mir auf den Discord-Server rein. Wir sehen uns im nächsten Wi-Fi-Battle wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.